Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen. Wir haben ein Thema vor uns, das uns mitten in die Thematik der Ausstellung hineinführt. Bibel und Wissenschaft. Und zwar mit dem Untertitel «Hat die Wissenschaft Verspätung?». Und dabei möchte ich etwa 30 Beispiele vorstellen heute Abend. Zunächst ein paar einleitende Bemerkungen. Wenn wir Wissenschaft und Bibel miteinander vergleichen, muss ganz kurz erklärt werden, was ist Wissenschaft, was ist die Bibel. Man kann das ganz einfach erklären. Wissenschaft ist die menschliche Bemühung, die Natur systematisch zu erforschen und zu beobachten. Ihre Ergebnisse sind stets vorläufig und begrenzt. Das liegt in der Natur der Sache. Die Bibel ermutigt zur wissenschaftlichen Forschung. Psalm 111, Vers 2 zum Beispiel sagt, «Groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Freude an ihnen haben.» Was ist die Bibel? Und zwar, was ist die Bibel nach ihrer eigenen Aussage? Die Bibel zeigt, dass sie Gottes Offenbarung an uns Menschen ist. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, alle Schrift, und dieses alle betont nicht nur das Alte, sondern auch das Neue Testament. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was hier übersetzt ist im Deutschen mit von Gott eingegeben, lautet im Griechischen Theopneustos, wörtlich von Gott gehaucht. Nicht wahr, wenn ich jetzt zu Ihnen spreche, ist das möglich, weil der Hauch, der da von unten kommt, durch die Stimmbänder, dann durch den Mund, zwischen Zunge, Zähne und Lippen raus, stets durchfließt. Ohne diesen Hauch wäre gar nichts möglich an Kommunikation. Und nun, wenn die Bibel sagt, alle Schrift ist von Gott gehaucht, dann will es sagen, die Bibel ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Und zwar das, was in der Bibel geschrieben steht. Das geht weiter, als wenn man sagen würde, die Bibelschreiber waren inspiriert. Dann könnte einer sagen, ja, die waren vielleicht inspiriert, aber die haben auch noch ihre eigene Idee mit reingebracht. Die Aussage, alle Schrift ist von Gott gehaucht, bedeutet, das Endprodukt, das Geschriebene, ist Gottes direkte Rede. Und nun, dafür wollen wir heute Abend einen Nachweis erbringen, gerade durch den Vergleich von Bibel und Wissenschaft, indem wir sehen, dass die Wissenschaft immer wieder Verspätung hatte. Wir steigen ein in den Bereich der Astronomie. Und da wollen wir uns erstens mit dem Thema beschäftigen, wie viele Sterne gibt es? Von bloßem Auge sichtbar, kann man sagen, von der Schweiz aus sind etwa 3000 Sterne sichtbar. Natürlich, wenn wir in Neuseeland sind oder in Australien, da sehen wir ganz andere Sterne. Aber insgesamt auch etwa 3000 Sterne. Darum die Antwort ist, ungefähr zweimal 3000 Sterne über die ganze Erde hinweg. Aber Galileo Galilei war der Erste, der mit einem Fernrohr seinen Blick zum Himmel richtete und er kam zur Überzeugung, das sind viel mehr, etwa 30.000. Und die Technik machte Fortschritte. Herr Schönfeld, 1862, ein offensichtlich sehr fleißiger Astronom, hat bereits eine Liste erstellt von 324.198 Sterne. Und einige Jahre später fügte er noch weitere 100.000 dazu. Nun, heute, nach all den Fortschritten seit Schönfeld, sagt man, das heißt so in den letzten Jahren war das noch so die übliche Zahl, 10 hoch 22. Jetzt in allerjüngster Vergangenheit gibt es solche, die sagen sogar, es müssen noch deutlich mehr sein als 10 hoch 22. 10 hoch 22 bedeutet eine 1 mit 22 Nullen.
Das ist natürlich eine Zahl, die kann sich niemand mehr realistisch vorstellen. Aber sie entspricht genau dem, was die Bibel schon immer sagte. In Jeremia 33, Vers 22, geschrieben um 600 vor Christus, liest man, wie das Sternenheer des Himmels nicht gezählt werden kann. Aber in der Antike war man als Wissenschaftler der Meinung, natürlich kann man die Sterne zählen. Und es ist ja auch nicht so schwierig, bis 3000 zu zählen, ja? Und so gab es in der Vergangenheit einen Konflikt zwischen Bibel und Wissenschaft, aber der Konflikt wurde im Lauf der Jahrtausende zugunsten der Bibel entschieden. Die Sterne sind unzählbar. Zweitens, die Plejaden sind gebunden. In Hiob 38, Vers 31, da spricht Gott zu Hiob, einem Mann, der im dritten Jahrtausend vor Christus gelebt hatte. Kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen die Fesseln des Orion? Hier sehen wir die Plejaden. Wenn man die Augen zum Himmel richtet, die Plejaden sucht. Übrigens, machen Sie das nach diesem Abend. Sie suchen den Orion, ganz einfach zu finden, ja. Den Orion, ja, den kennen wahrscheinlich viele. Wie er zu finden ist, diese vier Trapezsterne und dann dieser Gürtel mit drei Sternen. Und dann ein bisschen davon entfernt findet man einen Sternenhaufen. Die einen sehen sechs Sterne, andere, die besser sehen, sehen neun Sterne. Das ist also ganz unterschiedlich. Und diese Sterne sind also ganz nahe beieinander. Die nennt man die Plejaden. Oder auch das Siebengestirn. Aber eben, manche sehen nicht sieben, sondern sechs oder neun Sterne. Es sind einige Sterne ganz nahe beieinander. Und das Besondere ist, diese Sterne sind wirklich, wie wir jetzt aus der modernen Wissenschaft wissen, sind die durch die Schwerkraft miteinander verbunden. Das gilt für die meisten der 88 Sternbilder in der Astronomie nicht. Die meisten Sternbilder sind nur so eine Konstellation, eine Zusammenstellung von Punkten, Lichtpunkten, die so erscheint für den Beobachter auf der Erde. Aber in Wirklichkeit haben, sagen wir, die Sterne des Löwen oder die Sterne der Jungfrau nichts miteinander zu tun. Es gibt nur wenige Ausnahmen und die Plejaden gehören zu diesen Ausnahmen. Also heute wissen wir, die weisen sogar eine gemeinsame Bewegungsrichtung im All auf, weil sie untereinander durch die Schwerkraft eng verbunden sind. Und nun, Gott sagt also hier, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden? Diese Frage wäre eigentlich falsch für die meisten Sternbilder, denn die sind nicht eine geknüpfte, durch die Schwerkraft verbundene Einheit, aber hier ist das so. Übrigens, wenn man heute mit guten Teleskopen schaut, dann sind das eben noch viel, viel mehr als ungefähr sieben Sterne. Da sind es gegen 2000 Sterne, die wirklich miteinander einen Verbund bilden und in gleiche Richtung fliegen im Weltall. Ja, und das führt uns gleich zu drittens. Der Orion löst sich. In dem gleichen Vers sagt Gott nicht nur, kannst du knüpfen das Gebinde des sieben Gesterns, sondern auch oder lösen die Fesseln des Orion. Nun, hier sehen wir den Orion. Wie gesagt, diese vier markanten Trapezsterne nennt man das. Und dann dieser Gürtel, diese drei Sterne nahe beieinander. Es ist unmöglich, das durch menschliche Beobachtung mit bloßem Auge zu erkennen. Aber mit den modernen Mitteln war es möglich. Es ist so, dass dieser Gürtel sich löst, dass also die Sterne sich voneinander entfernen. Und da sagt Gott, kannst du lösen die Fessel des Orion. Im Kontrast zu den Plejaden binden.
das Siebengestirn oder die Plejaden. Also der Orion, diese Gürtelsterne, die lösen sich tatsächlich. Nun, Astronomie ist ja engstens verbunden mit Physik. Gehen wir nun ganz voll in das Gebiet der Physik hinein. Und zwar wirklich moderne Physik. Viertens, Kernspaltung. In 2. Petrus 3, Vers 10, lesen wir, geschrieben von dem Fischer Petrus im Jahr 67 nach Christus, er spricht über das Ende des Universums und sagt, das kommt so. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden, mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Und weiter in Vers 12, indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel im Feuer brennend aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Nun, was hier gesagt ist, ist unerhört. In der antiken Wissenschaft der Griechen war man der Meinung, dass die ganze Materie, alles, was sich anfühlen lässt, aus kleinsten Teilchen zusammengesetzt sei. Und diese Teilchen nannten sie Atomoi, Mehrzahl von Atomos. Ja? Atomos oder Atomon. Dieses Wort heißt das unteilbare Urkörperchen. Und sie waren der festen Meinung, alles ist so aufgebaut. Sehr schlau, nicht wahr? Denn die moderne Wissenschaft musste das bestätigen. Ja, die ganze Materie ist aufgebaut aus kleinsten Teilchen. Aber die alten Griechen haben gesagt, und diese Teilchen sind nicht mehr teilbar. Und Petrus schreibt, die Elemente werden, wenn Gott einmal das Universum auflösen wird, werden die im Brand aufgelöst werden. Und zwar mit gewaltigem Krachen. Das war also vollkommen gegen die antike Wissenschaft. Aber auch das wurde wieder zugunsten der Bibel entschieden, aber erst im 20. Jahrhundert. Ja? Otto Hahn und ein Kollege, die haben das geschafft, 1938, die Spaltung von Uran-Atomkernen. Das war dann auch die Geburt der Atomkraft und der Atombombe natürlich auch. Ja, aber damit wurde bestätigt, ja tatsächlich, diese Elemente können aufgelöst werden. Und tatsächlich, dann entsteht Brand, Feuer. Energie, die gebunden ist in der Materie, wird freigesetzt mit gewaltigem Geräusch. Genau so sagt es die Bibel. Und noch ein Detail. Das Wort Atom ist ja ein vollkommen falsches Wort. Ja, weil die Teilchen ja eben nicht unteilbar sind. Und wenn wir heute sprechen über Atombombe, über Atomkraft, jedes Mal erzählen wir eigentlich damit etwas Falsches. Als moderne Menschen. Ja, also jeder Wissenschaftler, der von Atomen spricht, spricht eigentlich von etwas Falschem. Ja, denn die sind ja eben gerade nicht unteilbar. Aber Petrus benutzte nicht das falsche Wort Atomos, sondern einen anderen Begriff, den es damals im Griechischen schon gab, der auch die grundlegenden Teilchen der Materie bezeichnet, aber eben nicht diese falsche Nebenidee enthält, es sei unteilbar. Stoicheion. Übrigens, vielleicht kennen einige von der Chemie her den Begriff der Stöchiometrie. Das ist die Lehre, wie man Atome zu größeren Einheiten, zu Molekülen zusammensetzt. Zum Beispiel H, 2H-Atome, ein Sauerstoffatom, gibt dann H2O, Wasser. Das ist Stöchiometrie. Das geht zurück auf Stoicheion. Und Petrus benutzt also das richtige Wort. Einfach grundlegendes Teilchen, eben Element. Fünftens, Kernfusion. Wer genau gelesen hatte, vorhin im Text von 2. Petrus 3, hat gemerkt, die Bibel spricht nicht nur von der Auflösung von Elementen,
sondern ebenso in 2. Petrus 3, Vers 12 von dem Verschmelzen oder Zerschmelzen der Elemente im Brand. Das ist nochmals was anderes. Und das war Mr. Teller und Mr. Ulam, Stanislav Ulam, in den USA, denen gelang das nach dem Zweiten Weltkrieg. 1952 wurde dann die erste Kernfusionsbombe gezündet. Und da wurde klar gemacht, ja, indem man Atomkerne miteinander verschmilzt, kann man auch Energie gewinnen. Und das ist die allgemeine Ansicht, dass die Sonne ihre Energie durch Kernfusion abgibt. Also durch eine andere Art, wie Energie in der Materie freigesetzt werden kann. Und beides wird hier erwähnt im Bibeltext. Dinge, die also erst im 20. Jahrhundert durch die Wissenschaft eben klar erkannt werden konnten, aber der Fischer aus Galiläa, Petrus, schrieb das, und wie die Bibel sagt, unter Inspiration im ersten Jahrhundert nach Christus. Sechstens, Lichtbewegung. In der Wissenschaft bis ins 17. Jahrhundert war man der Meinung, Licht sei ein Zustand. Und es ist auch gut verständlich, wenn man in einem dunklen Raum eine Kerze anzündet oder eben, sagen wir, eine Glühbirne entzündet, niemand kommt auf die Idee, dass da das Licht einen Weg unternehmen muss, ja? Von der Lichtquelle bis an die Grenzen des Raumes. Das kann man nicht sehen durch bloße Beobachtung. Aber Sir Isaac Newton, der im 17., 18. Jahrhundert lebte, entwickelte die Teilchentheorie und sagte, man muss sich das Licht vorstellen als eine Abfolge von Teilchen, die sich im Raum mit rasanter Geschwindigkeit ausbreiten. Aber das Licht bewegt sich also auf einem Weg. Und Christian Huygens, er lebte auch im 17. Jahrhundert, hat dann das Licht ein bisschen anders umschrieben. Er hat gesagt, man kann das Licht sich vorstellen als eine Welle, die sich im Raum ausbreitet. Er hat die Wellentheorie entwickelt. Aber beide kamen zum Schluss, Licht bewegt sich, und wie wir heute wissen, mit einer Geschwindigkeit von etwa 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das heißt, circa 7-mal rund um die Erde in einer Sekunde. Klar, dass niemand sehen konnte, durch Beobachtung so von bloßem Auge, dass das Licht sich bewegt. Aber in Hiob 38, in diesem Buch, das die Geschichte von einem Mann aus dem 3. Jahrtausend vor Christus erzählt, da stellt Gott Hiob die Frage, welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Das hätte man schon seit Jahrtausenden wissen können, einfach indem man sorgfältig die Bibel gelesen hätte. Jetzt gehen wir in den Bereich der Geowissenschaften. Das sind die Wissenschaften, die sich mit der Erde beschäftigen. Siebtens, die Erde über dem Nichts. Die alten Babylonier dachten sich die Erde als ein schwimmendes Boot im Ozean. Die alten Hindus, die glaubten an eine Erde, die eine Scheibe sei, getragen von Elefanten, die wiederum auf einer Schildkröte stehen. Ja? Als ich vor längerer Zeit einmal ein Restaurant ging in Chiang Mai, das war ein Blickfang. Da habe ich so eine große Skulptur gesehen, Elefanten, die stehen auf einer Schildkröte und die Elefanten tragen eine Scheibe. Ja, das ist genau das hinduistische Weltbild. Aber Kopernikus konnte 1543 beweisen, dass die Erde frei im All hängt. Und Sir Isaac Newton konnte dann in der späteren Zeit erklären, das Gravitationsgesetz, das Gesetz der Anziehung von Körpern
gegenseitigen Anziehung von Körpern, erklärt, warum die Erde frei im Raum hängt und eben wegen der Schwerkraft der Sonne auf einer bestimmten Bahn rund um die Sonne gehalten wird. Nun, Hiob sagt in Kapitel 26, Vers 7 seines nach ihm benannten Buches, er, Gott, hängt die Erde auf über dem Nichts. Und dieses Nichts ist auch noch sehr bedeutsam. Heute wissen wir, dass auch das Weltall in dem Bereich zwischen den Planeten und den Himmelskörpern weitestgehend ein Vakuum ist. Also ein absolutes Vakuum gibt es ja nicht. Aber es ist ein so starkes Vakuum, wie man es kaum auf der Erde künstlich erzeugen kann. Und Hiob sagt wirklich über dem Nichts. Also ist noch ein Detail. Und achtens, die Erdkugel. Die Chinesen dachten sich im Altertum die Erde als quadratisches Ding, die Ägypter als rechteckiges Ding. Das erklärt sich aus ihrem Land, nicht wahr? Die Kultur war aufgebaut entlang dem Nil, von Norden, unter Ägypten nach Oberägypten. Und das ergibt natürlich ein Rechteck. Die Babylonier, wie schon gesagt, dachten sich die Erde als schwimmendes Boot und die Hindus als Scheibe getragen von Elefanten. Aber Christoph Kolumbus wollte 1492 mit einer Weltumsegelung die Kugelgestalt der Erde beweisen. Das kam dann doch nicht so zustande, wie er sich das gedacht hatte. Und der Erste, der wirklich die Erde umsegeln konnte, war Fernando Magellan. Aber doch in der gleichen Epoche war das. Und es ist klar, wenn Sie also mit dem Schiff nach Westen aufbrechen und später dann aus dem Osten wieder heimkehren, dann muss die Erde eine Kugel sein. Das ist einfach so. Auch ganz entgegen all diesen YouTube-Filmchen. Ja? Heute werden ja Leute ganz, ganz verrückt gemacht. Die Erde sei doch eine Scheibe und so weiter. Ja? Aber die Bibel sagt in Jesaja 40, 22, geschrieben um 700 vor Christus, er, Gott, er ist es, der da thront über der Kugel der Erde. Und das Wort hier übersetzt mit Kugel ist im Hebräischen Chug. Und das wird gemäß dem Analytical Hebrew and Chaldee Lexikon von Benjamin Davidson, ein Geheimtipp übrigens unter Hebräischkennern, auf Seite 249 erklärt als Sphere, Kugel. Und wirklich Chug geht zwar zurück auf die Wurzel Chagak, ein Kreis ziehen. Und dieses Wort wird gebraucht in Hiob auch für die scheinbare Himmelskugel. Nicht wahr? Wenn man zum Himmel schaut, sieht man eine Halbkugel. Und das wird bezeichnet auch mit Chug. Ist also nicht einfach ein eindimensionaler Kreis. Und darum hat auch die französische Darby-Übersetzung hier korrekt übersetzt «la voûte de la terre». Das ist das Gewölbe der Erde. Und es gibt eine spanische Übersetzung, die hat das auch sehr schön übersetzt mit «el globo de la tierra». Wirklich die Kugel der Erde. Neuntens, das Gewicht der Luft. Im Altertum dachte man, und das bis ins 17. Jahrhundert, dass die Luft eigentlich nichts sei. Der Hauch ist etwa gleichbedeutend mit nichts. Nun, Evangelista Torricelli, 1608 bis 1647, als italienischer Mathematiker, Physiker, konnte beweisen, indem er den Barometer erfand, das war im Jahr 1643, die Luft hat ein Gewicht. Das kann man in dem Barometer wunderbar zeigen.
Und es ist sogar so, dass das Gewicht der Luft unglaublich ist. Der Druck über uns ist ganz enorm. Aber wir spüren nichts, weil der Druck genau richtig ist. Wir sind so gemacht für diese Situation. Aber wir wissen heute, wären wir auf dem Mond ohne Atmosphäre, wir würden gleich zerplatzen. Ja? Wir brauchen diesen Druck, damit wir nicht zerplatzen. Nun, in Hiob 28, Vers 25 spricht Hiob über die Schöpfung und sagt, dass damals Gott dem Wind ein Gewicht bestimmte. Der Wind, die Luft, hat ein Gewicht. Jawohl. 10. Der Wasserkreislauf. Der weise König Salomo schreibt in seinem Buch Der Prediger, Kapitel 1, Vers 7, nachdem er im Zusammenhang viele verschiedene Kreisläufe in der Natur beschreibt, da sagt er auch, alle Flüsse gehen in das Meer. Und das Meer wird nicht voll. Das ist wirklich erstaunlich. Man denkt, diese Wassermengen, die jährlich aus allen Flüssen der Erde in die Weltmeere transportiert werden, das ist unfasslich. Und trotzdem, das Meer wird nicht voll. Nun, Salomo sagt, an den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Nun, wissenschaftlich beschreiben konnten das als erste Pierre Perrault und Edmond Mariot im 17. Jahrhundert. Sie entdeckten den Wasserkreislauf. Und zwar konnten sie zeigen, es funktioniert immer so. Das Wasser im Meer, also große Mengen des Wassers im Meer, werden verdunstet durch die Sonne. Und es werden Wolken gebildet. Diese Wolken werden zu einem großen Teil dann wieder zurückgeführt übers Festland, nicht wahr? Wie man es hier sieht auf der Darstellung. Und dann regnen die wieder aus oder bringen Schnee. Und dieser Regen wird dann wieder in Flüsse geführt und in Bäche, dann in Flüsse. Der Schnee schmilzt im Frühjahr wieder ab, wie man das da in der näheren Umgebung sehr eindrücklich im Moment sehen kann. Und das Wasser geht über die Flüsse wieder ins Meer, geht auch ins Grundwasser und das Grundwasser geht auch Richtung Meer und so entsteht ein Kreislauf. Und Edmund Halley, 1656 bis 1742, konnte sogar nachweisen, dass die Menge von Niederschlag mit der Verdunstung genau die Waage hält. Also ein perfekter Kreislauf. Aber genau so, wie das die Bibel hier beschreibt. Und wir haben noch mehr in der Bibel. Psalm 135, Vers 7. Da heißt es von Gott, der Dünste aufsteigen lässt. Da haben wir den Prozess der Verdunstung, ja? Ein Teil dieses Kreislaufs. Dann in Hiob 36, 27. Denn er, Gott, zieht Wassertropfen herauf. Also er beschreibt den Schöpfer, der aktiv in der Schöpfung handelt. Die Gesetze der Natur sind eigentlich Umschreibungen des üblichen Handelns des Schöpfers. So nach der Bibel. Denn er zieht Wassertropfen herauf, von dem Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Und in Prediger 11, Vers 3, wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Also jede Station des Kreislaufes wird da beschrieben. 11. Jetzt gehen wir weiter mit Kreisläufen. Salomo beschreibt damals im 11. Jahrhundert vor Christus, nach strenger biblischer Chronologie, den Windkreislauf in Prediger 1, 6. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Also, interessant, es steht nicht, der Wind geht nach Westen oder nach Osten, sondern nach Süden
und er wendet sich nach Norden. George Hadley, 1685 bis 1768, entdeckte das Windzirkulationssystem der Passatwinde. Und das verläuft Nord-Süd, Süd-Nord und nicht West-Ost. Die Ursache für Westwinde, die liegen in einem lokalen Bereich. Aber das weltweite Windzirkulationssystem, das ist ein System Nord-Süd. Und zwar so sieht man in der Mitte der Weltkugel den Äquator. Hier rot. Und dann sieht man doch eine erste Kreiszelle, und zwar im Bereich von 0 Grad bis 30 Grad nördlich. Ja? Und so ist es, der Wind, die Luft steigt auf, am Äquator wird sie erwärmt und dann geht sie nach Norden. Und dann eben im Bereich von ungefähr 30 Grad nördlich geht die Luft wieder abgekühlt runter zum Boden und fließt in Bodennähe, vergleichsweise in Bodennähe, nach Süden. Und dort wird sie wieder erwärmt und nach oben geführt und so verläuft dieses Zirkulationssystem. Und dann hat man entdeckt, und das Gleiche gibt es von 30 Grad bis 60 Grad nochmals. Und noch einmal von 60 Grad bis 90 Grad. Und das weltweit. Und das ist ja etwas so Fantastisches, nicht wahr, diese Passatwinde. Ich fliege lieber von Amerika nach Europa als umgekehrt, wenn es ums Tempo geht, ja? Eben, da kann man so wunderbar dann auf diese Passatwinde aufsitzen. Und zwar, weil sie eben durch die Erdrotation werden die ein bisschen in diesem Nord-Süd-Verlauf abgelenkt. Und das kann man eben ganz schlau mit den Flugzeugen ausnutzen. Steigt man auf diese Passatwinde ein und da kann man deutlich schneller fliegen, nicht wahr? Da ist man mit einem guten Flugzeug unterwegs, das tatsächlich 930 Stundenkilometer hinkriegt, aber mit den Passatwinden, wow, 1060 und jetzt 1070. Fantastisch, so geht das, ja? Und das ist alles so in der Bibel beschrieben, vor Jahrtausenden. Und das führt uns zu einem weiteren Kreislauf, Meeresströmungen. Hier möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, wo ein Wissenschaftler tatsächlich zuerst mal die Bibel gelesen hat, bevor er dann die Forschung gemacht hat und entdeckt hat, was da in der Natur vorhanden ist. Und zwar hat Matthew Fontaine Maury 1806 bis 1873 in der Bibel diese Verse gelesen, Jesaja 43, Vers 16, so spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern. Und dann auch im Psalm 8, wo König David vor über 3000 Jahren schreibt, Vers 8, und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert. Und er kam aus einer kinderreichen Familie, wo es ganz normal war, dass man in der Familie gebetet hat, die Bibel gelesen, die Bibel studiert hat miteinander. Und so wurde er in diese Dinge eingeführt. Und er hat sich gesagt, ja, wenn die Bibel spricht, es gibt Wege im Meer, dann muss es so etwas geben. Nicht wahr? Es ist uns allen klar, es gibt keine Autobahn im Meer. Keine Highways im Meer. Aber er sagte sich, da muss was vorhanden sein. Und das führte ihn dazu, dass er begann, dieses zirkulierende System der Meeresströmungen zu entdecken. Dazu gehört unter anderem übrigens der Golfstrom, aber das ist nur ein Teil von diesem weltweiten Zirkulationssystem, wie wir es hier dargestellt finden, das also zusammenhängt in allen Weltmeeren. Sieht man das ganz links im Atlantik mit dem Golfstrom, aber eben dann auch im Bereich zwischen Afrika, Indien und Australien und auch im Pazifik. Und zwar ist das so, dass das Wasser eben zirkuliert. Das hängt auch damit zusammen, dass diese Ströme unterschiedlich warm sind. Und mit einer enormen Energie, die da
vorhanden ist, werden diese Ströme durch die Weltmeere hindurchgeführt und die sind ganz wichtig. Schon mal für die Durchmischung des Wassers, damit es nicht brack wird. Ja, das selbe Prinzip wie mit dem Schwimmbad. Ja, die Pumpe bringt das Wasser runter in den Keller, durch den Filter und dann wieder hoch. Aber das ist ganz wichtig, sonst wird das Wasser in Kürze unbrauchbar. Ja? Und jetzt ist es so, dass gerade in diesen Strömungen, da ist auch zum Beispiel viel Plankton zu finden. Und viel Nährstoffe wird da geführt. Und so gehen Fische in großen, großen Schwärmen, gehen die genau in diese Ströme hinein und können sich da so richtig voll fressen. Und das ist auch die Möglichkeit zum Beispiel für die Wale, um Tausende von Kilometern zu wandern. Ja, ich mag mich erinnern, wir waren mal als Familie unterwegs auf Waljagd, ja, machen wir nicht. Aber Walexpedition. Und etwas ganz Besonderes war da im St. Lawrence River in Kanada, als wir dann die Beluga gesehen haben. Also einen Beluga, muss ich sagen, schon übertrieben. Einen weißen Wal. Und die weißen Wale, die kommen ja von ganz weit oben im Norden, Antarktis, gegen den nördlichen Eismeer kommen die her und die fressen sich dann da im St. Lawrence River voll und gehen wieder weg. Ja, und bei denen muss man sehr aufpassen bei Expeditionen. Man darf nicht näher als einen halben Kilometer ran. Aber unser Kapitän hat da einen Fehler gemacht, wahrscheinlich ein bisschen extra. Und wir sind ganz nahe rangekommen. Also das ist nicht mehr ein Fehler, aber wir haben es dann ein bisschen näher gesehen. Also fantastisch eben, wie das mit der ganzen Tierwelt zusammenhängt. Und das schreibt David, Psalm 8. Und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert. Nun, das hat also Maury entdeckt. Und das hat dann sich enorm ausgewirkt auf den Fischfang. Dadurch wusste man muss natürlich nicht irgendwo fischen in den Weltmeeren, sondern man muss sich eben orientieren an diesen Strömen. Da hat man besonders Erfolg und auch auf die Schifffahrt. Dadurch konnte man eben den Schifffahrten von Amerika nach Europa deutlich beschleunigen, indem man die richtigen Wege im Meer zu Hilfe nahm. Also ganz ähnlich, was dann mit den Flugzeugen einfach ein bisschen weiter oben gemacht wurde. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen in der Biologie angekommen. Gehen wir zur Biologie. Und schauen uns, bevor wir noch Pause machen, 13 an, der Hase wiederkäut doch. In 3. Mose 11, Vers 4 und Vers 6 liest man, in den jüdischen Speisegesetzen der Bibel, nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden. Den Hasen, den er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Das war Anlass zu Spott. Viele Kritiker haben diesen Vers genommen, um zu zeigen, seht ihr, die Bibel ist ein Märchenbuch. Die sagt, der Hase wiederkäut. Und jeder weiß doch, dass Hasen keine Wiederkäuer sind. Wiederkäuer, die haben 4 Mägen, ja? So wie Kühe und Schafe und Ziegen. Aber man kann ja Kaninchen schlachten, auftun und was kommt raus? Immer ein Magen. Kaninchen sind keine Wiederkäuer. Aber seht ihr, in der Bibel steht so etwas, haben die Kritiker gesagt. Aber es ist so, 1882 wurde zum ersten Mal die spezielle Art des Wiederkäuens bei Hasen zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben. Und zwar in der französischen Tierärztezeitschrift. Und es ist so, die Hasen, die fressen. Ja, was man ihnen so gibt. An grünem Futter, an Rüben und so weiter. Und dann geht das so ganz wie bei uns normal durch das Verdauungssystem hindurch. Aber dann, wenn es rauskommt, zuerst in Form von grünen Kügelchen. Das ist nicht Kot. Grüne Kügelchen, das sind nicht braune Kügelchen. Das kann man gut unterscheiden, ja? Braun ist braun und grün ist grün.
Und meistens fressen die die direkt ab vom After. Die sind sehr beweglich. Und dann geht das nochmals durch das gleiche System hindurch und der Körper kann nochmals Nährstoffe gewinnen. Zum Beispiel auch Vitamin B. Und dann auch ist es so, die können harte Gräser, die eigentlich für Hasenmagen zu hart sind, um die Zellulose zu öffnen, können sie durch den zweiten Vorgang eben doch verdauen. Nun, die Bibel sagt nicht, Hasen haben vier Mägen, wie Kühe, sondern einfach Hasen wiederkäuen. Und genau das tun sie. Sie wiederkäuen. Ja, sie bringen es nochmals hoch. Einfach außenrum. Ja, steht auch nicht innenrum. Ja, außenrum. Und das ist also absolut korrekt. Und warum hat man das in der Wissenschaft verschlafen, diese Beobachtung? Ja, weil eben Wissenschaftler auch meistens nachts schlafen. Und Schlaf ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja? Übrigens, es ist, wenn man zu wenig schläft, dann kann man auch zu wenig scharf denken. Also genügend Schlaf und scharf denken können und auch wissenschaftlich denken können, das gehört zusammen. Ja? Also ich warne vor ständig zu wenig Schlaf, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Aber es ist bei den Eltern auch so. Die denken auch nicht mehr gleich gut, wenn sie nicht gut genug schlafen. Und eben die Wissenschaftler legen die weißen Kleider ab nachts und schlafen. Und die Hasen machen das meistens nachts. Wenn ich sage Hasen, auch die Kaninchen, ja, die machen das eben nachts. Und so hat wirklich die Wissenschaft das ganz wörtlich verschlafen. Und manche haben es bis heute verschlafen. Eine Sekundarlehrerin eines unserer Kinder hat sich lustig gemacht in der Schule über die Bibel, die sagt, der Hase wiederkäue. Ja, es ist fast nicht zu fassen, nicht wahr? Und sie wurde dann aufgeklärt mit einem wissenschaftlichen Artikel und dann war Ruhe. Also das ist nicht bei allen Lehren so. Es gibt Lehrer, die wollen wirklich noch dazulernen. Und manche, die wissen schon alles. Es gibt beides. 14. Die Ameise legt doch Wintervorräte an. Der weise König Salomo sagt in Sprüche 6,6: Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlafe aufstehen? Auch das hat Anlass gegeben zum Spotten über die Bibel. Da haben Wissenschaftler gesagt, seht ihr, die Bibel irrt sich auch hier. Ameisen kennen nicht das Bereiten von Wintervorräten im Sommer. Das ist ein Märchen. Und das sagt die Bibel nicht nur einmal, sondern gleich nochmals in Sprüche 30, da ist es nicht Salomo, sondern Agur ben Jakeh, der in Vers 25 sagt, die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Nun, es gibt ja ganz verschiedene, man möchte sagen, unzählig verschiedene Arten von Ameisen. In Israel ist sehr verbreitet die größere Gruppe Messor. Und J.T. Mockridge und H. McCook machten die Entdeckung von solchen Wintervorräten um 1880. Die sind eben doch vorhanden. Und gerade bei den Ameisen, die in Israel so verbreitet sind, eben Messor, die richten solche Vorräte ein. Fantastisch, nicht wahr? Auch da hat die Bibel Recht behalten über Jahrtausende hinweg. Mögen wir noch ein Beispiel und dann wird durchgelüftet. Am Anfang doch kein Männlein. Punkt 15. Da sind wir so richtig in der Mitte angekommen. Es ist so, in der modernen Medizin des 19. Jahrhunderts glaubten viele Wissenschaftler, dass der Mensch im Anfangsstadium
und damit meinten sie die männliche Samenzelle, ein kleines Männchen sei. Ich war Zeiss, Objektive gab es noch nicht. Und die schauten da in ihren archaischen Mikroskopen und die sahen da ein kleines Männlein. Und so war also die wissenschaftliche Auffassung bei der Zeugung gelangt, ein solches Männlein eben in den Mutterleib und wächst dann während 9 Monaten heran zu einem etwa 50 Zentimeter langen Männlein oder Weiblein dann auch. Ja, ja, das ist dann die Geburt. Aber in Psalm 139 sagt König David vor 3000 Jahren, er spricht über seine Bildung im Mutterleib durch den Schöpfer, Vers 16, meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen und es waren alle Tage in dein Buch eingeschrieben, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. Er sagt nicht, das kleine Männlein, ja? Meinen ungeformten Knäuel. Hebräisch Golem heißt wirklich ungeformter Knäuel, ungeformte Masse, unentwickelte Masse. Nun, heute wissen wir, es braucht eben erstens mal nicht nur die Samenzelle des Mannes, sondern die Frau gibt auch eine Zelle, die Eizelle. Und die müssen zusammenkommen. Und sobald die sich miteinander vereinigen, dann beginnt das Leben. Und man nennt das eine Zygote. Das befruchtete Ei ist eine Zygote. Das ist eine Zelle, zusammengesetzt aus eben zwei Zellen, die sich vereinigt haben. Und die Zygote wandert nach dieser Befruchtung durch den Eileiter. Etwa 36 Stunden nach der Befruchtung setzt dann im Eileiter die erste Zellteilung ein. Aus einer Zelle werden 2 Zellen. Und dann geht das weiter, so 2-mal pro Tag in der Anfangszeit. Aus 2 werden 4, aus 4 8, aus 8 16, 32 und so weiter. Was man hier auf dem Bild sieht, ist ein fantastisches Bild. Ich liebe das. Das ist ein Mensch am 3. Tag nach seiner Entstehung. Und es ist genau das, was David sagt. Meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Das ist echt fantastisch. Und die Wissenschaft kann das heute nachvollziehen, aber das hätte man alles wissen können schon vor Jahrtausenden durch die Heilige Schrift. Wir sind in dem Bereich der Biologie stehen geblieben und kommen nun zu Punkt 16. Beschneidung am 8. Tag. Gott hat seinem Volk Israel befohlen, nicht der ganzen Menschheit, auch nicht der Gemeinde im Neuen Testament, sondern dem Volk Israel, dass alle Kinder, alle Jungs am 8. Tag nach der Geburt beschnitten werden sollten. Ich muss vielleicht noch erklären, all diese Gesetze, die Gott Israel gab, die haben eine tiefere geistliche Bedeutung. Und diese geistliche Bedeutung wird dann im Neuen Testament erhellt und erläutert. Nun ist es aber so, dass alle diese Gebote eben nicht nur eine geistliche Bedeutung haben, sondern die haben auch einen ganz praktischen Sinn. Und nun 3. Mose 12, Vers 3, da wird gesagt, und am 8. Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Da hätte sich einer rebellisch fragen können, warum sollen wir das bei unseren Kindern am 8. Tag machen? Das kann man auch am 9. Oder man könnte es auch am 3. Tag schon machen. Oder erst, wenn sie 10 Jahre alt sind. Ja, im Islam ist es ja so. Ich habe das zum Beispiel gelernt, weil ich oft in Tadschikistan war, Zentralasien. Die muslimischen Kinder dort, die werden beschnitten, sagen wir so, mit ungefähr 10. Plötzlich denkt mal die Großmutter, jetzt ist der Moment gekommen, sie nimmt das Küchenmesser und die Sache wird erledigt. Auch diese armen Jungs, die wimmern nur noch tagelang und können nicht mehr spielen. Also ganz schrecklich. Wenn man dann einen Schaden hat, ja, sobald man ein Küchenmesser sieht, das kann ich schon verstehen.
Nun, in der Bibel wird gesagt, am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Warum am achten Tag? Heute verstehen wir es ganz genau. Vom ersten bis zum fünften Tag nach der Geburt bildet der Mensch zu wenig Prothrombin. Prothrombin ist ein Gerinnungsstoff im Blut, der ganz wichtig ist, sobald wir eine Schnittwunde haben zum Beispiel, das Blut kommt heraus und dann verdickt sich das Blut und die Wunde wird wieder verschlossen. Und da spielt Prothrombin eine ganz wichtige Rolle. Also in den ersten Tagen nach der Geburt muss man bei den Babys ganz besonders Acht geben, dass die sich nicht verletzen, denn dann könnten sie sehr leicht verbluten. Aber es geht dann wirklich von Tag zu Tag höher rauf. Aber, oh Wunder, am achten Tag erreicht der Mensch den höchsten Stand mit Prothrombinbildung. Das geht nämlich am neunten dann wieder runter, wie man hier auf der wissenschaftlichen Darstellung sieht. Also der achte Tag mit 110% Prothrombinbildung ist absolut ideal für die Beschneidung. Und nebenbei, die Babys haben das nicht mehr im Gedächtnis. Also die haben keinen Schaden davon. Ab dem neunten Tag hat der gesunde Mensch 100% Prothrombin. 17. Nicht gleichzeitig mehrjährige Pflanzen. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog vor 3.500 Jahren, da gingen sie zuerst durch die Wüste und während der Wüstenwanderung wurden sie von Mose göttlich inspiriert, unterwiesen, wie Landwirtschaft dann im verheißenen Land funktionieren soll. 3. Mose 19, 19. Gott sagt, meine Satzungen sollt ihr beobachten. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besäen. 5. Mose 22, 9. Du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besäen. Warum diese Anweisung? Und heute verstehen wir das ganz gut. Mehrjährige Pflanzen, wie Weinstöcke oder Olivenbäume. Und einjährige Pflanzen, Getreide, also Weizen, Gerste und so weiter, dürfen nicht zusammen angebaut werden. Diese Regel verhindert eine zu starke Auslagerung des Bodens. Also wenn einer denkt, oh, da habe ich im Weinberg noch so schön Platz dazwischen, da könnte man doch Gerste reinsäen, ja? Ja, nicht. Und die Bibel sagt das. Denn wer hier nicht gehorchte, der hatte einen kaputten Boden. 18. 3 Jahre Schonzeit. In 3. Mose 19, 23 sagt Gott, und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume zur Speise pflanzt, so sollt ihr ihre erste Frucht als ihre Vorhaut achten. Das heißt, als etwas Unreines, das man noch nicht sammelt. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten. Es soll nichts von ihnen gegessen werden. Nicht wahr? Da hätte damals einer sagen können, was ist das? Mag uns Gott diese Früchte nicht gönnen? Aber heute würde ein moderner Ökologe das so erklären. Die Biomasse von 3 Jahren, das sind also alle diese Früchte, die in den ersten 3 Jahren gebildet werden, die Biomasse von 3 Jahren wird dem Ökosystem zugeführt. Das heißt also, diese ersten Früchte in den ersten 3 Jahren fallen auf den Boden. Und was geschieht dann? Daraus bildet sich Humus. Was bewirkt Humusbildung? Bessere Wasserspeicherung im Boden. Was bewirkt bessere Wasserspeicherung? Der Baum wird groß und stabil. Und das führt später zu höheren Ernteerträgen. 19. Punkt. Sabbatjahr. Die israelische Landwirtschaft sollte nach der Bibel so aussehen. 6 Jahre wird Landwirtschaft getrieben. Und dann gibt es ein Sabbatjahr. Es gibt ja nicht einfach gar nichts zu tun, aber es wird deutlich runtergefahren. Ist übrigens auch sehr gut gegen Herzinfarkt. Aber jetzt geht es nicht um diesen Punkt.
2. Mose 23, Vers 10 sagt, und 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im 7. sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen deines Volkes davon essen und was sie übrig lassen, soll das Getier des Feldes fressen. Desgleichen sollst du mit deinem Weinberg tun und mit deinem Olivenbaum. Also, jedes 7. Jahr war so ein Brachjahr. Und dann kommt noch dazu, nach 3. Mose 25, nach 7 mal 7 Jahren gab es noch das Jubeljahr. Das war das 50. Jahr. Und da gab es natürlich 2 Jahre Schonzeit. Also das 7. Jahr und dann eben das Jubeljahr dazu. Und das brauchte schon viel Glaube, dass das, was Gott sagt, richtig ist. Nun, heute verstehen wir, warum das genau das Richtige ist. Denn in diesen Brachjahren kann sich der Boden wieder regenerieren. Und es führt zu einer Wiederauffüllung der Humusschicht. Und dadurch werden die späteren Ernteerträge wieder deutlich höher. Nun, Punkt 20. Wiederkäuende Paarhufer. In 3. Mose 11 finden Sie die Anweisung der Bibel an das Volk Israel, nicht an die ganze Menschheit gerichtet, an das Volk Israel gerichtet, welches Fleisch man essen darf und welches nicht. Und nun, bei den Säugetieren wird die Unterscheidung so gelehrt. Redet zu den Kindern Israel und sprecht. Dies sind die Tiere, die ihr essen dürft von allen Tieren, die auf der Erde sind. Alles, was gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe hat und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Und dann werden verschiedene schwierige Fälle, Unterscheidungsfälle behandelt. Und da wird zum Beispiel auch erklärt, der Hase, ja, der wiederkäut, aber der hat natürlich keine gespaltenen Hufe. Der hat Pfoten. Und darum ist er nicht koscher für Israel. Darf nicht gegessen werden von Israeliten. Ja, und der langen Rede kurzer Sinn, bei den Säugetieren, also die Spalthufer, die wiederkäuen, die sind koscher. Und nun verstehen wir das aus der Sicht der modernen Wissenschaft ganz gut. Pansentiere, also die Tiere, die 4 Mägen haben und einer, der ganz wichtig ist dabei, ist der Pansen. Darum nennt man diese Tiere Pansentiere, wie Rinder, Schafe und Ziegen. Die besitzen in ihren Mägen eine reiche Bakterienflora zur Aufspaltung und Verwertung der härtesten Gräser. Darum können die Gras fressen. Aber das können unsere Kinder nicht. Ja? Ja, das ist doch manchmal ganz eigenartig in der Erziehung. Man will den Kindern beibringen, Salat zu essen. Das wollen sie nicht. Und also wir hatten solche Kinder. Aber Handke um erlebt man, dass der kleine Junge im Garten Kuh spielt und Gras frisst. Und da muss man sagen, das geht natürlich überhaupt nicht. Du musst Salat essen. Unsere Mägen sind für Salat geschaffen, aber nicht für Gras. Das hat viel zu harte Zellulose, das können wir nicht öffnen, aber das können Kühe, weil sie eben 4 Mägen haben und einen Pansen haben. Sie können von Futter leben, das für die Menschen unbrauchbar ist. Und das ist natürlich wichtig bei beschränkten Ressourcen. Wenn die Tiere, also die Haustiere, das fressen, was wir nicht essen, das ist ideal. Dümmer ist es, wenn unsere Haustiere genau das lieben, was wir lieben. Schweine zum Beispiel, die haben genau die gleichen Ansprüche an die Nahrung wie Menschen. Die lieben Steak, die lieben Rüben, die lieben Salat. Alles, was Menschen auch essen, das essen die auch. Aber Gott sagte für Israel, in einem Land mit beschränkten Ressourcen, nur so. Also wiederkäuende Spalthufer, Rinder, Schafe, Ziegen, aber auch Wildtiere wie Rehe, Hirsche, die sind zudem als Tiere auf dem Speisezettel besonders geeignet, weil sie
grundsätzlich weniger anfällig sind auf Krankheitserreger als andere Tiere, wie zum Beispiel Schweine. Das ist ja der Grund, warum man Schweine eben Schweinefleisch so gut durchbraten muss. Ja? Heute zwar nicht mehr so ganz in unserer Kultur, weil das ist ja schon echt eine Leistung von unseren Bauern. Die können die schon so sauber eben hochkriegen, dass die nicht mehr so gefährdet sind von bösen Krankheitserregern, wie das sonst in der Vergangenheit der Fall war. Aber eben, sie sind viel, viel anfälliger. Und darum gilt einfach dieses Großmutterrezept: gut durchbraten, um Krankheitserreger zu zerstören. Aber das ist eben bei Rindern grundsätzlich nicht nötig. Ja, gut, seit es den Rinderwahnsinn gibt, ist es anders. Aber Rinderwahnsinn ist eigentlich Menschenwahnsinn. Der ist ja dadurch entstanden, dass man unseren Kühen Kühe zu fressen gab. Ja, in Mehlform. Und jedes Kind weiß doch, dass Kühe keine Fleischfresser sind. Also das war auch wieder so aus Gier heraus, ja, wollte man das, was natürlich vorgegeben ist, ändern. Und dadurch ist der Rinderwahnsinn entstanden. Da kam erst ein neues Problem. Aber ohne dieses Problem gilt wirklich eine gesunde Fleischernährung. Und zwar besonders in heißen Ländern wie im Nahen Osten, und Israel gehört zum Nahen Osten, ist eben so gegeben, wenn man sich auf wiederkäuende Spalthufer beschränkt. 21. Fische, aber keine Frösche. Nun, ich habe über Säugetiere gesprochen. Welche Tiere im Wasser sind koscher? Also rein, so dass Israeliten unter dem Gesetz vom Sinai sie essen dürfen. 3. Mose 11, Vers 9 sagt: Dieses dürft ihr essen von allem, was in den Wassern ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat, in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel der Wasser und von jedem lebendigen Wesen, das in den Wassern ist, sie sollen euch ein Gräuel sein. Ja, ein Gräuel sollen sie euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Nun ist klar, alles, was Schuppen und Flossen hat, also Fische, die dürfen gegessen werden, aber Frösche nicht. Und auch andere Amphibien nicht. Und was hier Israel vorgestellt wird im Alten Testament, das ist der billigste Schutz gegen Malaria. Frösche und andere Amphibien waren durch dieses Gesetz geschützte Tiere. Und die sind ganz wichtig, diese Tiere, dass wir sie in den Gewässern haben, weil sie eben Mücken, die zum Beispiel Malaria übertragen können, fressen. Das ist ein natürlicher Schutz so gegeben. Nur ein Beispiel aus der modernen Zeit. Bangladesch. Ab circa 1975 begann man Froschschenkel aus Bangladesch nach Frankreich zu exportieren. Und so konnte dieses arme Land ein bisschen Geld machen. Die Franzosen lieben, nicht alle, aber manche Franzosen lieben Froschschenkel. Ja? Und das hat eine Malaria-Plage ausgelöst in Bangladesch, sodass Gebiete, die von alters her malariafrei waren, danach verseucht wurden. Also ein wichtiger Grundsatz: Tiere, die nach dem Gesetz Mose nicht gegessen werden durften, waren somit geschützte Tiere. Aber was haben wir da gelesen? Diese geschützten Tiere, die werden als Gräuel bezeichnet. Das hängt nun auch wieder zusammen. Ich habe ja erklärt, all diese Gebote haben eine geistliche Bedeutung. Das wäre ein Thema für sich, diese Gesetze im Licht des Neuen Testaments anzuschauen und was die Botschaft dahinter ist, die geistliche Botschaft. Aber eben, sie werden Gräuel genannt, die geschützten Tiere, und das ist sehr wichtig. Geschützte Tiere sind in der Bibel nicht etwa heilig. Genau das Gegenteil. Heilig, wie zum Beispiel der Ibis im alten Ägypten oder die Kuh noch heute in Indien. Ja, ich habe das erlebt. Auf belebtesten Straßen in Indien,
Und die Kühe, die können einfach machen, was sie wollen, ja? Überall spazieren die durch, die sind heilig. Aber eben, das ist ganz etwas Gefährliches. Gewisse Tiere als heilig zu erklären, kann so verheerend sein wie die Unterlassung von Tierschutz, wo es nötig ist. Nicht wahr? Wenn man sagt, all die Tiere, die nicht gegessen werden dürfen, die sind heilig, dann kann man sie auch nicht töten, wenn sie ein Problem sind. Und gerade die Ratten in Indien, das sind eben nach der Bibel nicht irgendwelche Großväter, die verstorben sind und wieder gekommen sind, ja? Böse Großväter, die dann Ratten werden. Nein, Ratten sind Ratten. Und die sind so ein Problem in Indien, denn ein großer Teil der Reisernte wird durch Ratten vernichtet. Und so viele Menschen hätten genügend Nahrung, wenn dieses Gesetz nicht da wäre. So sehen wir also, das ist ein Problem. Aber das biblische Gebot sagt, unreine Tiere, und dazu gehören eben auch die Ratten, die wiederkommen nicht, haben keine gespaltenen Hufe. Die konnte man schon töten, wenn es nötig ist. Nun, wie sieht es aus mit den Vögeln? 22, geschützte Vögel. 3. Mose 11, Vers 13. Und diese sollt ihr verabscheuen von den Flugtieren. Sie sollen nicht gegessen werden. Ein Gräuel sind sie. Den Adler und den Bartgeier und den Seeadler und den Falken und die Weihe nach ihrer Art. Alle Raben nach ihrer Art und die Straußhenne und den Straußhahn und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art und die Eule und den Sturzpelikan und die Rohrdommel und das Purpurhuhn und den Pelikan und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiedehopf und die Fledermaus. Sie sehen, man kann mit der Bibel wirklich Biologie unterrichten. Nun, diese Vögel sind alle geschützt, weil sie nicht koscher sind, unrein sind. Jetzt ist es so, muss man die vergleichen mit denen, die eben gegessen werden durften, die koscheren Tiere. Geschützt waren Raubvögel. Ja, wir haben verschiedene Raubvögel vorhin genannt. Dann aasfressende Tiere wie Geier. Dann Vögel, die so alles fressen, Störche, Ibisse, Reiher, Möwen, Eulen, Raben, Wiedehopfe und Fledermäuse. Es geht ja nicht nur um Vögel, sondern um Flugtiere. Hebräisch Ov ist Flugtier, ja? Was fressen die? Ja, wie man hier sieht, Vögel, Säugetiere, Mäuse, Ratten. Geier fressen Aas. Störche, Ibisse, Fische, Frösche, Mäuse, Insekten. Reiher, Fische, Frösche, Mäuse. Möwen, Fische, Mäuse. Eulen, Vögel, Säugetiere, Ratten, Mäuse. Raben, Krähen sind Allesfresser und fressen auch Aas. Wiedehopfer, Insekten, Heuschrecken. Fledermäuse, große Insekten. Und jetzt die freigegebenen Tiere, die koscheren, Gänse, sie fressen Blättersamen. Enten, Blättersamen, Fische. Tauben, Blättersamen. Fasane, Blättersamen. Rebhühner, Blättersamen. Singvögel, Blättersamen. Kleine Insekten. Eisvögel, Fische, Insekten. Sandflughühner, Blättersamen. Also irgendwie hat das doch mit der Ernährung dieser Tiere was zu tun. Sieht man das? Ja, natürlich. Die geschützten Tiere, das sind eigentlich Gesundheitspolizisten. Die Aasfresser. Ein Ökologe heute würde sagen, Aasfresser, das sind Gesundheitspolizisten, indem sie eine Rückführung von Nährstoffen in den ökologischen Kreislauf bewirken. Ja, die können verrottetes Fleisch fressen und so verwerten. Und dann ist es weg. Und dann haben wir eben auch Ratten- und Mäusefresser gesehen. Ja, die sind ganz wichtig im Kampf gegen die Pest. Die Pest wird verbreitet, idealerweise durch Mäuse und Ratten. Also idealerweise in Anführungs- und Schlussstrichen. Und dann haben wir eben auch Tiere, die Heuschrecken fressen. Das sind Tiere, die wichtig sind gegen
Heuschreckenplagen, die eben möglich sind in Israel. Und dann auch Fresser großer Insekten, die sind auch angenehm für die Menschen überhaupt. Also wunderbar eingerichtet. Wir wohnen an einem Ort, wo es ganz viele Raben gibt, also Rabenkrähen. Und die wirken bei uns als Gesundheitspolizisten. Ja? Jetzt ist das nicht mehr so ein Problem, aber man muss sich vorstellen, wenn man so Jungs hat, ja? Die kommen nach Hause vom Kindergarten oder von der ersten Klasse und dann sehen sie ein Mäuschen am Boden, nehmen es am Schwanz, ist tot natürlich, und dann, Mama, sieh mal, was ich daheim bringe. Ja, also, da muss man den Kindern erklären, ja, nicht sowas in die Hände nehmen und jetzt die Finger ja nicht in den Mund nehmen, sondern zuerst Hände gut waschen und so, ja. Aber bis der kleine Junge eben aus der Primarschule nach Hause kommt, haben die Rabenkrähen das schon weggefressen. Ja? Die sind die Gesundheitspolizisten. Also alles wunderbar eingerichtet, ökologisch, diese Gesetze der Bibel für Israel. Punkt 23, Nachhaltigkeit und Krieg. Sie merken, der Begriff Nachhaltigkeit ist ein ganz moderner Ausdruck aus der modernen Ökologie, der Wissenschaft, der Umwelt und des Zusammenspiels in der Umwelt. 5. Mose 20, Vers 19. Gott sagt im Fall von Krieg, wenn du, Israel, eine Stadt viele Tage belagern wirst, indem du Krieg gegen sie führst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt gegen sie schwingst. Denn du kannst davon essen und sollst sie nicht abhauen. Also nicht mal im Kriegsfall darf die Natur zerstört werden. Dem würde man modern gesagt sagen, das ist ein Verbot der ökologischen Zerstörung. Und man kann auch sagen, ein Verbot einer Politik der verbrannten Erde. Ja, und die Römer zum Beispiel, die alten Römer, die waren Spezialisten auf diesem Gebiet. Ökologische Zerstörung. Die haben also zum Teil ganz bewusst Bäume abgeschlagen. In Kriegszeiten, um den Feind so zu Boden zu bringen, dass nicht nur gerade im Krieg der Feind vernichtet ist, sondern dass eben Folgen wie Hungersnot dann noch für die weiteren Jahre der Bevölkerung drohen. Und das wird in der Bibel ganz klar verboten. 24. Reinigung von Aasbakterien. In 3. Mose 11, 31 steht, diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier. Jeder, der sie anrührt, wenn sie tot sind, wird unrein sein bis an den Abend. Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden und wird unrein sein bis an den Abend, dann wird es rein sein. Das verstehen wir heute, seit man in der Wissenschaft eben das Problem der Bakterien kennt. Der tote Körper, zum Beispiel eine Maus oder Ratte, enthält ja giftige und schädliche Bakterien. Und nun wird hier erklärt, wenn solche giftigen Tierkörper in Kontakt kommen mit Alltagsgegenständen, wird der Alltagsgegenstand unrein. Aber hier wird erklärt, durch Waschen kann man diesen Gegenstand wieder verwertbar, gebrauchbar machen. Und das ist uns klar, mit Wasser kann man diese giftigen Bakterien entfernen und dann sind diese Alltagsgegenstände wieder zu gebrauchen. Aber dann in Vers 33 kommt noch was anderes dazu. Und jedes irdene Gefäß, also Tongefäß, in welches eines von ihnen, von diesen toten Kleintieren, in welches eines von ihnen hineinfällt, alles, was darin ist, wird unrein sein und es selbst sollt ihr zerbrechen. Alle Speise, die gegessen wird, auf welche solches Wasser kommt, wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäß. Tja,
Warum kann man das Gefäß nicht einfach waschen? Hier wird gesagt, nein. Tongefäße, die müssen zerbrochen werden. Kann man nicht mehr brauchen, wenn eine tote Maus drin war. Und das Wasser natürlich sowieso. Weg. Und wenn das Wasser in Kontakt kam mit Esswaren, ist alles unbrauchbar. Also durch Zerstörung, durch Entsorgung kann hier abgeholfen werden. Heute verstehen wir das. Körperflüssigkeiten, zum Beispiel einer toten Maus, können sich tief in die Poren eines Tongefäßes festsetzen. Und das kann man nicht mehr rauswaschen. Das geht nicht. Also da muss man zerstören. Aber, da muss ich dazu sagen, in 3. Mose 6, Vers 11 wird gesagt, wenn ein Metallgefäß unrein wird auf diese Art, dann kann man es scheuern und spülen. Warum? Weil bei Metallgefäßen gehen eben diese Bakterien nicht in Poren rein. Darum geht das. So genau ist die Bibel. Flüssigkeiten, Wasser etc. werden durch Bakterien sofort verunreinigt. Und darum muss man diese infektauslösenden Bakterien sofort stoppen, indem man das Wasser nicht mehr verwenden darf. Als ich zum ersten Mal in Afrika, in Schwarzafrika war, habe ich gelernt, in Togo, haben mir einen das beigebracht. Weißt du, im ersten Jahr Afrika ist das so. Das war wirklich so. Ich bekam ein Glas Wasser und wenn da eine Fliege reinkam, die nahm mir gerade den ganzen Becher weg und ich bekam wieder was Neues. Und dann hat mir dieser Mann erklärt, im ersten Jahr macht man das so, aber im zweiten Jahr Afrika ist das so, dass man einfach die Fliege rausnimmt und trinkt, ja? Und im dritten Jahr Afrika ist das so, dann ist man wirklich erfahren und wenn eine Fliege reinkommt, dann nimmt man die Fliege, verschluckt sie und das Getränk wirft man weg. Gießt man weg. Ja, also 26, Bakterien und Saatgut. 3. Mose 11, immer noch das gleiche Kapitel, sagt in Vers 37, und wenn von ihrem Aas auf irgendwelchen Saatsamen fällt, der gesät wird, so ist er rein. Das ist die Überraschung, nicht wahr? Es ist plötzlich kein Problem. Ist er rein. Wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas auf denselben, so soll er euch unrein sein. Das war in früheren Zeiten unverständlich. Man musste einfach gehorchen, was Gott sagt in der Bibel. Auch wenn man es nicht nachvollziehen konnte, nicht weil die Bibel nicht logisch gewesen wäre, sondern weil die Logik da oben noch nicht ausreichte. Ja? Ja, die Wissenschaft war noch nicht so weit. Aber heute kann man das verstehen. Bakterien können normalerweise Samen nicht infizieren. Und zwar, weil sie viel zu trocken sind. Das ist kein Problem. Aber das Problem kommt, wenn man Samen wässert, um sie zum Beispiel keimen zu lassen. Das ist eine Methode, die hat in der Landwirtschaft sehr viel gebracht. Dadurch kann man, auf Israel bezogen, bis zu mehreren Wochen früher ernten. Aber gut, dieses System der Wässerung ist bei den alten Römern sowieso erst ab dem 5. Jahrhundert nach Christus bekannt. Aber was hier zu sagen ist, Aas, das in Wasser kommt im Zusammenhang mit quellenden Samen, das ist eine Katastrophe in einigen Stunden. Dann werden die Samen infiziert. Und genau davor warnt die Bibel. 27, Sie sehen, wir sind bald am Ende. Also mit dem Vortrag, ich hoffe nicht, wir. Bakterien und Fäkalien. In 5. Mose 23, Vers 12 wird erklärt, wie Israel umgehen soll mit Fäkalien. Und du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben, dass du dahin hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel unter deinem Gerät haben und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzt, so sollst du damit graben und sollst dich umwenden und deine Ausleerung bedecken. Denn der Herr, dein Gott, wandelt inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben
und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Schamwürdiges unter dir sehe und sich von dir abwende. Also ich glaube, Sie haben verstanden, was man machen muss, ja? Das ist eigentlich das, was man auch beim Campieren machen muss, ja? Wenn keine Toiletten vorhanden sind. Aber dieses Wissen ist in Europa erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts allgemein verbreitet. Dieses Wissen im Umgang mit Fäkalien ist erst seit dem 19. Jahrhundert allgemein verbreitet. In früheren Zeiten war genau dieses Thema ein riesiges Thema von Krankheiten wie Typhus, Cholera und Ruhr. Übrigens, in früheren Zeiten, auch in Europa, starben Soldaten eher im Camp, im Lager, als auf dem Schlachtfeld. Und zwar gerade wegen dieses Problems. Ja, hier habe ich ein Foto gemacht. Das war so in der Nähe von Kalkutta auf dem Land. Und das sind typischerweise immer ein paar Hütten beieinander, wie man das hier sieht auf dem Bild, und dann ein Teich. Und dann wieder ein paar Hütten und ein Teich. Und es ist gut, wenn man eben unterwegs ist, da muss man immer Fragen stellen. Man lernt so viel. Und ich frage, was machen die da in diesen Teichen? Und da haben sie mir erklärt, die machen alles. Und ich habe wirklich gesehen, da war ein Swimmingpool, die schwammen darin. Und ich habe auch gesehen, die haben da das Geschirr abgewaschen. Und dann, aber ich habe nicht alles gesehen. Aber die machen wirklich alles. Und auch eben die Fäkalien, also die Körperausscheidung, die kommen auch da rein. Und dann ist es natürlich klar, wenn die Menschen in Massen sterben an Typhus, Cholera, Ruhr, das ist eine Katastrophe. Also dass die erleuchteten Gurus eben nicht um diese Dinge wussten, ja? Ja, um die Menschen zu retten. Irgendwo da oben in einer Welt, die sie sich erdenken, ja? Aber konkret, die Bibel ist so konkret. Die sagt sogar, wie das gehen soll mit der Toilette. Und dann, Punkt 28, Bakterien und tote Menschen. 4. Mose 19, Vers 11 sagt, wer einen Toten anrührt, irgendeine Leiche eines Menschen, achso, das war natürlich keine Aufforderung, dass was fehlt, ja, danke. Wer einen Toten anrührt, irgendeine Leiche eines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Vers 16. Und jeder, der auf freiem Feld einen mit dem Schwert der Erschlagenen oder einen Gestorbenen oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab anrührt, wird 7 Tage unrein sein. Warum ist das so? Ja, der Umgang mit toten Menschen war in Israel so geregelt, wer den Toten berührt, ist unrein. Und der muss sich dann auch zuerst wieder ganz waschen und baden, bis er wieder rein ist. Ja, hier habe ich übrigens auch ein Bild gemacht, gerade auf einer Beerdigung in Indien. Ich musste da an eine Beerdigung sprechen, die Abdankung halten. Das war nicht geplant, ja. Ich kam da hin und dann sagte man mir, heute musst du eine Beerdigung machen. Und dann kurz nachher war wieder ein solcher Fall. Jetzt musst du auch da noch eine Beerdigung halten. Ist natürlich etwas Besonderes. Und der Hindus, ja, zu erklären, es gibt eine Auferstehung aus den Toten. Und auch der menschliche Körper, sagt die Bibel, wird wieder auferstehen. Unsere Seele springt nicht von einem Körper in den anderen, ja. Sondern Gott hat uns einen Körper gegeben in diesem Leben und der ist für Gott so wichtig, dass er den wieder auferweckt. Sieht man, Reinkarnation ist eine Verachtung des Körpers. Ja? Und die Bibel lehrt die Achtung des Körpers. Ja? Und übrigens, Reinkarnationslehre endet im Nirvana. Auf der Lehre, ja? Und Nirvana heißt auf Deutsch, das ist Sanskrit, ausgelöscht. Das ist eigentlich die Verachtung der Seele. Die Seele ist ja unser Ich, unsere Persönlichkeit. Aber das soll ausgelöscht werden am Schluss. Die Bibel sagt, nein,
Es gibt ein Weiterleben der Seele nach dem Tod. Und unsere Personenhaftigkeit wird bleiben in Ewigkeit, ob in Gemeinschaft mit Gott oder in der ewigen Verdammnis. Aber die Personenhaftigkeit bleibt. Gott ist personenhaft. Er sagt, ich bin, der ich bin. Und der Mensch wurde als wirkliches Ich geschaffen. Und sowohl das Ich, die Seele und auch der Körper sind für Gott wichtig. Ja, aber das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Das ist ja nicht unser Thema. Aber Dr. Med Ignaz Semmelweis, 1818 bis 1865, war der erste Arzt in Europa, der forderte das Händewaschen vor Entbindungen zur Reduktion des verheerenden Kindbettfiebers. Es war so, im 19. Jahrhundert starb etwa ein Drittel der Frauen, die geboren haben. Furchtbar war das. Warum? Die schlimmsten Spitäler waren die wissenschaftlichsten, die Unispitäler. Warum? Weil man dort am meisten sezierte an toten Körpern. Und die Ärzte, die haben geforscht da im Nebenzimmer, ja, an den Leichen. Und dann kam wieder eine Frau auf die Entbindungsstation. Kein Problem, machen wir kurz zwischendurch. Ja, Entbindung wird durchgeführt, aber die Hände werden nicht gewaschen. Ja? Vom Sezierraum her. Und die Frauen starben dahin. Furchtbar war das. Also besonders die Unispitäler waren ganz schlimm. Und dann hat der Ignaz Semmelweis seinen Studenten, Medizinstudenten gesagt, bei mir werden die Hände gewaschen, zuerst. Und das hat dazu geführt, dass der arme Semmelweis von seinen wissenschaftlichen Kollegen ausgelacht, ausgegrenzt, verspottet wurde. Der arme Mann endete später in einer Nervenklinik. Heute sagt man Psychiatrie. Ja? Furchtbar. Aber der hat den Grund gelegt. Und wer ein bisschen Ohr hat für jüdische Familiennamen, ja, Semmelweis, das war natürlich ein Jude. Und mit diesen Dingen wächst man auf aus der Bibel. Ja? Man kann nicht einfach eine Leiche berühren und denken, das ist dann ist alles okay. Ja? Obwohl bei Semmelweis dann die Todesfälle der Frauen runtergingen. Man hat ihn weiter ausgelacht. Und erst später, das war Dr. Josef Lister, 1827 bis 1912, übrigens ein gläubiger Mann, ein überzeugter Christ, der führte dann als erster erfolgreich antiseptische Maßnahmen in die Medizin ein. Und darum waschen die jetzt so gut ihre Hände im Spital. Ja? Also Semmelweis, ein Jude, und Josef Lister, ein überzeugter Christ. Und hier, 4. Mose 19, 19, und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und am Abend wird er rein sein. Hier habe ich zwei Ritualbäder fotografiert, 2000 Jahre alt, aus Jerusalem, in der Nähe vom Tempel. Da mussten Juden sich eben zuerst baden, wenn sie einen Toten berührt hatten. Und erst danach waren sie rein und konnten in den Tempel gehen. Und das hat man im Judentum übrigens nicht nur zu Tempelzeiten gemacht in Israel, sondern als die Juden dann zerstreut wurden weltweit, ab dem Jahr 70 nach Christus, nicht wahr? Zerstörung Jerusalems durch die Römer. Die Juden wurden zerstreut nach Europa und so. Und da haben die das weitergeführt. Die haben ihre Ritualbäder auch da in Europa gehabt. Und niemand hat so Körperhygiene gehabt in Europa wie die Juden. Und zwar gibt es dann noch andere Punkte. 3. Mose 15, Vers 16 sagt, und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend. Und erst dann ist er wieder rein. Ja? Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden und es wird unrein sein bis an den Abend. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man eben unrein wird. Und man muss sich immer wieder baden. Darum diese rituellen Bäder. Also hier wird gelehrt, Hygiene durch Baden. Ganz allgemein. Und nun, 3. Mose 15, 4. Mose 19 lehrt diese rituellen Bäder. Aber wie war das? In den Jahren 1347 bis 1352, da tobte der schwarze Tod in Europa.
Die Pest war das, ja? Pest. 25 Millionen Menschen starben. Das war etwa ein Drittel der Bevölkerung von Europa. Und da haben schlaue Leute, oder sie meinten, sie seien schlau, herausgefunden, die Ursache sind die Juden. Die Juden haben die Brunnen vergiftet. Die Juden sollen büßen dafür. Und es gab eine Judenverfolgung damals. Etwa 1 Million Juden wurden umgebracht. Das brauchte nicht erst die Nazis. Schon damals. Und dabei waren das eben nicht die Juden, die die Brunnen vergiftet hatten, sondern niemand praktizierte solche Hygiene wie die Juden. Und darum hatten die so wenig Todesopfer wegen der Pest zu beklagen. Und die Feinde dachten, ah, seht ihr, die sterben nicht, wir sterben, also die sind schuld. Furchtbar, nicht wahr? Ja, und wenn wir das alles anschauen, wollen wir zum Schluss uns noch Gedanken machen über diese Weisheit der Bibel. Und Mose wusste das. Als er die 5 Bücher Mose schrieb, das hat er nicht selber erfunden. Das hat er nicht in Ägypten gelernt, sondern das hat Gott ihm eingegeben, als er die Bibel schrieb. Und er sagt in 5. Mose 4, Vers 5, siehe, in der Ansprache an Israel, siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr also tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und so beobachtet und tut sie, denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, welche alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Warum weise? Weil sie die Bibel haben. Dieses Volk bekam die Bibel und gab es dann der Welt. Aber hier sagt Mose ganz klar, das ist nicht meine Intelligenz, meine natürliche Intelligenz, sondern das kommt von Gott, alles, was darin steht. Und jetzt als Kontrast. Mose wurde ja unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. So steht das in Apostelgeschichte 7, 22. Er wurde ja am Hof des Pharao aufgezogen, nicht wahr? Und lernte die ganze damalige Wissenschaft. Nun, wir besitzen heute noch einen Papyrus aus dieser Zeit von etwa Mose. Circa 1550 vor Christus. Der Papyrus Eber. Ist ein medizinischer Kodex und da wird erklärt, wie man vorgehen muss, um graue Haare zu vermeiden. Das wäre jetzt für mich schon ein wichtiger Punkt, nicht wahr? Um graue Haare zu vermeiden, muss man den Kopf bestreichen mit dem Blut eines schwarzen Kalbes, das in Öl gekocht wurde, oder mit dem Fett einer Klapperschlange. Dann werden darin Arzneimittel aus Eidechsenblut beschrieben, Schweineohren, verfaultem Fleisch, sowie aus Kot von Esel, Mensch und Katze. Nun, das sind alles Maßnahmen, die wir heute noch kennen, von Schamanen. Ja, das sind die Esoteriker in den Stammesgemeinschaften, zum Beispiel in Afrika, die machen das heute noch. Und dann plötzlich kommen die Kinder und haben schon die schrecklichsten Krankheiten wie Starrkrampf und so weiter, kommen dann in das Spital und dann sagt man, oh, was hat man mit denen gemacht? Das war die Weisheit der Götter und der Geister, der Schamanen. Und das haben die alten Ägypter auch so gemacht. Und nun ist es nicht eindrücklich, Mose wurde darin unterwiesen und er hätte sich sagen können, das ist die höchste Weisheit von damals. Ägypten war Zivilisation Nummer 1, nicht wahr? Ich schreibe die Bibel so ein bisschen nach dem, was man in Ägypten auch schon weiß, ja? Und dann hätten wir eben keine Bibel. Aber genau das hat er nicht reingebracht, sondern nur das, was Gott ihm gesagt hatte. Und so können wir den Kreis schließen. Wir haben begonnen mit der Selbstaussage der Bibel. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und müssen sagen, ja, allein schon dieses Studium Bibel und Wissenschaft kann uns dazu führen, dass wir sehen, die Bibel ist kein menschliches Buch. Natürlich gibt es noch viele andere Argumente.
sogar noch stärkere Argumente, aber das ist jetzt eben unser Thema. Und es führt uns zu Psalm 19, Vers 7, wo König David sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Und jetzt versteht man, warum die Israeliten viel länger lebten als die Ägypter. Wir wissen heute aus der ägyptischen Chronologie und den Lebensaltern der Pharaonen, die durchschnittliche Lebenserwartung war bei 30 Jahren, zur Zeit von Mose. Aber Mose schreibt im Psalm 90, die Lebenstage sind 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80. Lehre uns, zählen unsere Lebenstage, damit wir ein weises Herz bekommen. Ja, die Israeliten, die haben eben diese Gebote gehabt und das hat das Leben verlängert. Und genau das steht immer wieder. Wenn ihr diese Gebote tut, so werdet ihr eure Tage verlängern im Land. Aber die Israeliten damals konnten nicht wissen, warum. Sie mussten einfach glauben, wenn Gott sagt, dann ist es richtig. Und ich meine, das ist ja eines, wie lange wir leben. Aber der Punkt ist ja, wir wissen ja alle, auch die, die 70, 80 und 90 Jahre alt werden, einmal ist dann doch fertig. Und wie ist es mit ewigem Leben? Die Bibel sagt eben nicht nur, wie das Leben auf Erden verlängert werden kann, sondern sagt, wie man ewiges Leben bekommt. In Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott liebt jeden Menschen, sagt dieser Vers. Und darum hat er Jesus Christus in diese Welt gesandt. Weil Gott gerecht ist, müsste er jeden von uns ewig bestrafen. Weil wir alle seine Gebote gebrochen haben und wir haben alle gegen unser Gewissen gehandelt. Ich sage nicht immer, aber wir haben alle gegen unser eigenes Gewissen gehandelt und haben uns bewusst verschuldet. Die Bibel sagt, Gott müsste uns ewig richten. Aber weil Gott uns liebt, will er das nicht. Wie kann ein gerechter Gott einem schuldigen Menschen vergeben? Das war die große Frage vor 500 Jahren für Luther. Heute sind wir im Luther- und Reformationsjubiläumsjahr. 500 Jahre Reformation. Wie kann ich einen gnädigen Gott haben? Das hat ihn umhergetrieben. Und die Antwort hat er dann schließlich in der Bibel gefunden. Gott hat seinen Sohn als Stellvertreter bestraft. Ja gut, aber Jesus Christus und ich, was ist der Zusammenhang? Der Punkt ist der, wenn jemand sich mit Jesus Christus identifiziert, durch den Glauben an ihn, und wirklich sich mit Jesus Christus, mit diesem Opfer eins macht und glaubt, dass Jesus Christus die Strafe, die ich verdient habe, an meiner Stelle verdient hat, dann durch diese Identifikation rechnet Gott das, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, dem einzelnen Menschen zu. Und so kann Gott vergeben. Gott bleibt gerecht, denn er bestraft das Böse. Gott bleibt Liebe, denn er vergibt dem schuldigen Menschen. Nun kann einer sagen, ich glaube das nicht. Ja, das konnten die Israeliten auch sagen. Das glaube ich nicht mit den 3 Jahren. Und das glaube ich nicht mit dem 8. Tag. Und das glaube ich... Gut. Und das glaube ich nicht damit mit dem verdorbenen Wasser. Ich trinke das trotzdem. Ja. Und die Konsequenzen waren irdische Konsequenzen. Aber hier ist zu viel auf dem Spiel. Hier geht es um ewige Konsequenzen. Und darum sehen wir, es lohnt sich, wenn man Gott Recht gibt. Die Wissenschaft ist etwas Wunderbares, um die Natur besser kennenzulernen, aber sie muss uns dazu führen, dass wir sagen, Gott hat Recht. Wir irren uns immer wieder und können Fortschritte machen in der Erkenntnis, aber wenn wir seinem Wort glauben, dann finden wir den Weg zum ewigen Leben. Und das wünsche ich jedem,
hier. Es ist so einfach, man muss Gott im Gebet bekennen, ich bin wirklich ein schuldiger Mensch vor dir. Ich habe das und das und das und das getan. Wenn du mich richten würdest, würdest du den Richtigen richten. Luther hat sich selber bezeichnet als Madensack. Ja, aber das war eben, weil er hat eine so tiefe Erkenntnis von seiner eigenen Verdorbenheit gehabt. Aber sein Beichtvater sagte, Luther, die anderen sind doch viel schlimmer als du. Warum machst du so eine große Sache? Aber er hat wirklich gesehen, nein, ich bin verdorben. Wie kann ein gerechter Gott gnädig sein? Und dann hat er es erfasst. Das war das Turmerlebnis. Durch Glauben an Jesus Christus. Und so ist dieser Mann glücklich geworden. Und so können wir ewig glücklich werden. Vielen Dank fürs Zuhören.